Manchmal ist der Klassenunterschied zwischen zwei NBA-Teams in den Playoffs einfach zu groß. Manchmal ist ein Team einfach so viel besser besetzt. Das andere hat vielleicht mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Da kann ein Spieler noch so gut spielen oder ein Coach noch so gut coachen. So ging es den Denver Nuggets in der ersten Serie gegen die Golden State Warriors. Nikola Jokic und seine Jungs liefern sich einen großen Kampf gegen einen einfach deutlich besseren Gegner, gewann sogar ein Spiel, die Serie endete 4:1. Die Verletzungen von Jamal Murray und Michael Porter Jr. verhinderten in dieser Saison, dass Denver irgendetwas reißen kann, egal wie gut Nikola Jokic auch spielt. Dieser zeigt gegen die Warriors die beste offensive Leistung seit, ich weiß nicht, LeBron James, als er noch für Cleveland gespielt hat, und diese Serie hatte sogar ziemlich viel dieser Vibes der LeBron gegen Golden State Serien damals. Ein Spieler kann ein übermächtiges Team nicht alleine schlagen. Ich kann gar nicht genug betonen, wie absurd gut Jokics offensive Performance gegen Golden State war und dass alle Leute, die die Gründe für das Nuggets-Scheitern beim Joker suchen, die Serie anscheinend nicht aufmerksam genug geschaut haben. Aber, und es gibt ein Aber, ich habe es schon zweimal betont, offensiv Jokics offensive Leistung, denn defensiv wurde er von den Dubs einmal mehr als echte Schwachstelle ausgemacht und das ist immer problematisch, wenn du ein Center bist. Also habe ich mir gedacht, schauen wir doch heute mal auf die absurd guten Leistungen des MVPs an dem einen Ende und auf die nicht ganz so tollen Leistungen am anderen. Hier kommt die große Nikola Jokic Playoff-Analyse. Bevor es aber losgeht, lasst mich euch kurz etwas über den Sponsor des heutigen Videos erzählen. NordVPN ist ein VPN-Anbieter, den ich jetzt schon seit längerer Zeit nutze. So ein virtuelles, privates Netzwerk für Smartphones, Computer und andere technische Geräte ist super hilfreich, um sich vor Datenschnüfflern zu schützen. Mir sind vor allem drei Sachen wichtig, wenn es um VPN geht, und zwar einmal, dass ich geschützt bin, wenn ich mich in öffentliche WLAN-Netzwerke, in Restaurants oder Hotels einlogge, damit nicht einfach irgendjemand Fremdes meine Daten und Passwörter abgreifen kann. Nummer 2, ich möchte einfache Bedienung auf all meinen Geräten und meinen NordVPN-Zugang kann ich auf bis zu 6 Geräten gleichzeitig nutzen, also iPhone, MacBook und Fernseher in meinem Fall. Und Nummer 3, der beste Nebeneffekt, mit NordVPN kann ich dieses sogenannte Geoblocking umgehen und Zugriff auf zum Beispiel Netflix-Serien haben, die man hier in Deutschland gar nicht schauen kann. NordVPN ist das überragende Komplettpaket mit Top-Performance, schneller Geschwindigkeit, riesiger Serverausfall und vielen, vielen Zusatzfunktionen. Wer Bock auf das Ganze hat, kommt über den Link in der Videobeschreibung zur Seite, mit dem Code JUSTIKIT könnt ihr dann richtig fett sparen. Um genau zu sein, 62% auf das 2-Jahres-Abo, das ist doch der komplette Wahnsinn, oder? Zusätzlich dazu gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ihr habt also kein Risiko, wenn ihr euch es doch anders überlegt. Checkt das Ganze gerne mal aus. Starten wir doch zuerst einmal mit ein paar Statistiken am offensiven Ende, denn mit diesem Bereich möchte ich anfangen. Jokic legt in den 5 Spielen gegen Golden State im Schnitt 31 Punkte, 13 Rebounds und 6 Assists in 34 Minuten pro Abend auf. Das tat er bei absurden 64% durch Shooting mit einem 119 Offensivrating, herausragende individuelle Advanced Stats. Die Kritik an ihm in den letzten Playoffs gegen die Phoenix Suns war, dass er von DeAndre Ayton mehr oder weniger am 1 gegen 1 stark ausgebremst wurde, wodurch er nicht nur selber individuell nicht wirklich effizient gepunktet hat und er für die Kollegen nicht wie gewohnt Vorteile kreieren konnte, weil die Suns nicht ihm die ganze Aufmerksamkeit geschenkt haben. Gegen Golden State dann ein ganz anderes Bild, Jokic war ein extrem dominanter Spieler, speziell im Post. Nach anfänglichen Problemen gegen Draymond Green, welchen ich in meiner Analyse über den besten Verteidiger unserer Generation ja auch schon angesprochen habe, kam er im späteren Verlauf der Serie immer besser gegen ihn zurecht. Schaut mal, wie Green hier explizit die Mitte verteidigt, Jokic spinnt sich an ihm entlang nach außen, Green muss entsprechend reagieren und Jokic dreht sich sofort zurück auf seine bevorzugte rechte Seite. Oder hier, zuerst der Spielzug, um den Joker in Position zu bringen, dann spinnt er sich gegen Jokic wieder nach links, täuscht den Fadeaway an, bekommt seinen Verteidiger in die Luft, spinnt sich zurück und macht die einfachen Punkte. Jeder andere Warriors-Defender war bei Jokics Post-Up generell einfach Fast Food, entweder war er ihnen physisch extrem überlegen oder sie waren nicht mobil genug, konnten nicht schnell genug auf Jokics Move und Drehung reagieren. Anders gesagt, er konnte mit dem Rücken zum Korb machen, was er wollte und kam auf so viele seiner Punkte. Jokic traf crazy 64% seiner Midrange-Jumper in der ersten Runde gegen Golden State, das rankt ihn in der unfassbaren 96er Percentile bei allen Big Men und ist bei einem höheren Volumen als die meisten anderen. Der Joker hat zu einem der besten Mitteldistanzwerfer generell in der NBA entwickelt, vermutlich ist er der beste Big Man in diesem Bereich. Ich meine, gebt euch das mal hier, One-Legged Fadeaway à la Dirk Nowitzki. Und noch eine Sache, die er in den letzten Jahren enorm verbessert hat, und zwar seine Floater, Runner, kurzen Push-Shots. Jokic dürfte somit den softesten Touch in der gesamten Liga haben. Er attackiert Closeouts wie ein kleiner Guard und da kannst du die Versuche eben auch nicht blocken.
Und er ist so gut darin geworden, den Kontakt im richtigen Moment zu suchen. Unterbewertet kräftig und physisch dominant ist er eh schon. Schaut, wie er hier Draymond genau im richtigen Moment berührt und damit quasi verhindert, dass er den Versuch noch adäquat verteidigen kann. Ich hatte beim Zuschauen oft das Gefühl, schon vorher zu wissen, dass solche Versuche einfach reingehen werden, wenn er erstmal in der Zone einen solchen Wurf losbekommt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Aber was Jokic zu einem der besten Basketballer der Welt macht, sind nicht zwangsweise seine Skills als individueller Scorer, sondern sein Basketball-IQ. Ich hatte über diese Szene ja schon in meiner Draymond-Defense-Analyse geredet. Schaut, wie Green den Spielzug der Warriors erkennt und entsprechend losläuft, weil er erwartet, dass Jokic gleich zum linken Block läuft. Der erkennt aber, dass Draymond das erkennt und ändert seinen Laufweg, rotiert hoch und macht die einfachen Punkte. Das, meine Freunde, ist Basketball-IQ. Oder auch, wie man eine Zone-Defense schlägt. Zuerst der Pinscreen gegen Curry und dann begibt sich Jokic dahin, wo die Zone am anfälligsten ist, nämlich in der Mitte, der Rest ist dann Skill. Jokic hatte außerdem gegen die Warriors eine Assist-Quote von 35,8%, 100er Percentile und ein Assist-to-Usage-Verhältnis von 1,0, 93er Percentile. Er legte mal wieder absolut brillant für seine Kollegen auf und spielte eine Menge herausragende Pässe gegen die Warriors. Und dabei macht er ein paar Dinge, die ein 2,11 Meter großer, 130 Kilogramm schwerer Center eigentlich nicht können dürfte, zum Beispiel so ein Inverted Pick and Roll zu laufen, über einen Double Drag Screen zu gehen und dann den Lob zu einem kleineren Kollegen zu spielen. Hier sieht man, warum das in den Non-Draymond-Minuten so gut funktioniert. Looney hat keinen Plan, wie er das verteidigen soll, weil gegnerische Center so das in der Regel auch einfach nicht verteidigen müssen. Oder so eine irre Sequenz, Jokic geht über den Off-Ball-Screen, bekommt den Ball und kickt traumhaft raus und das ist eben so ein bisschen die Geschichte der Nuggets bisher, die Kollegen konnten die Chancen oft nicht nutzen. Manche von diesen Sequenzen sind einfach komplett lächerlich, hier auch, wie viele Spieler können so einen No-Look-Pass überhaupt spielen? Ich fand, die Serie gegen Golden State zeigte einmal mehr, was für ein einmaliger Passspieler und Playmaker Nikola Jokic ist, der beste Passing-Bigman in der Geschichte der NBA, jemand, der das Spiel schon so ein bisschen revolutioniert hat in meinen Augen. Wenn ich mir überlege, wer für diesen Trend verantwortlich ist, dass immer mehr Teams ihre Offensive wieder über einen großen Spieler laufen lassen, wie oft Bigs wieder als Spielzug-Einleiter genutzt werden, wie Post-Ups und Elbow-Plays wieder beliebter werden, dafür ist zu einem großen Teil Nikola Jokic verantwortlich. Nun zum nicht ganz so schönen Teil in diesem Video, denn das Jokic-Problem ist bei all seiner offensiven Brillanz ja schon immer gewesen, dass er ein mieser Verteidiger ist. Jahr für Jahr heißt es, dass Jokic besser geworden ist in diesem Bereich, oder es wird mit nichts aussagenden defensiven Advanced Stats umhergeworfen, das Problem bleibt aber immer das gleiche. Mit einer defensiven Schwachstelle als Center hast du spätestens in den Playoffs ein Riesenproblem, du kannst dein Center dort einfach nicht verstecken, so wie das bei den kleineren Point Guards zum Beispiel möglich ist. Ein Big Man ist an so vielen defensiven Szenen beteiligt, welche Taktik du spielen kannst, hängt zu einem großen Teil von seinen Fähigkeiten ab, er hat die wichtigste Aufgabe in der Verteidigung, nämlich den Korb zu beschützen. Weil Jokic weiter draußen einfach Barbecue Chicken ist und du auf gar keinen Fall mit ihm switchen kannst, entschieden sich die Nuggets speziell zum Beginn der Serie für eine Drop Coverage und spielten damit Golden State direkt mal in die Hände. Selbes Problem wie letztes Jahr gegen Phoenix, du kannst eigentlich nur Drop Defense mit Jokic spielen, die kann aber super einfach von guten Jumpshooting Teams gekocht werden. Ich meine, gebt euch das mal, hier lassen die Nuggets dem besten Shooter aller Zeiten einen Platz der Welt, welches Resultat erwartet man da? Oder hier auch, wir reden hier über Stephen freaking Curry, ich meine, was zum Teufel soll das sein? Oder Klay Thompson, von dem man vielleicht auch schon mal etwas gehört haben sollte, auch jemand, dem man nicht besonders viel Platz geben sollte. Die Warriors nutzten das gnadenlos aus, liefen Offball-Spielzüge wie hier für Klay, bei denen Jokic Defender den Pindown stellt, weil Nikola aber jedes Mal so tief steht, sind das offene Dreier am Fließband. Hier steht er dann zwar ein kleines bisschen höher, aber auch immer noch viel zu weit weg, als dass es Klay Thompson irgendwie juckt. Man könnte denken, dass dann wenigstens der Korb gut verteidigt wurde, wenn schon die Dreier kaum verteidigt wurden, aber auch hier gab es massive Probleme, Jokic stand so auf den Korb näher, die Nuggets ließen trotzdem haufenweise Punkte dort zu. Jokic ist weder jemand, der den Angreifer vom Korb fernhält, noch jemand, der Würfe dort gut blocken oder zumindest erschweren kann. Schaut mal hier gegen das Curry-Green-Two-Man-Game, er steht komplett im Niemandsland und Steph zieht mühelos vorbei. Und wenn ihr euch fragt, warum Denver sich für so eine hoffnungslose Taktik entschieden hat, nun, die anderen Möglichkeiten waren noch hoffnungsloser. Hier sieht man, was passiert, wenn Jokic dann höher steht in der letzten Minute von Spiel 3. Curry geht dann zwar nicht in den offenen Dreier, zieht aber ohne jedes Problem am Joker vorbei und macht die einfachen Punkte für den Dagger. Hier ähnlich beim Klay Thompson Handoff, sicherlich nimmt er jetzt nicht den offenen Dreier, aber er macht in 9 von 10 Fällen dann die 2 Punkte direkt am Korb, das lohnt sich also aus mathematischer Sicht auch einfach überhaupt nicht.
Niemand erwartet, dass ein Center gegen Jungs wie Curry, Clay oder Poole rausswitchen und diesem 1 gegen 1 stoppen kann. Das können, wenn überhaupt, nur die wenigsten in der NBA. Aber wenn du halt nicht einmal Hedge-Defense oder eine höhere Drop-Coverage spielen kannst, dann schränkt das deine ganze Defense enorm ein. Zumal Jokic ja noch immer wieder den Rollman hinter sich gelassen hat und hier spielen die Nuggets das nach einer No-Roller-Behind-Taktik, heißt, dass es Jokics Job ist, den abrollenden Big nicht hinter sich zu lassen. In dieser Szene dann genau das gleiche. Weil das nicht funktioniert hat, sind die Nuggets von dieser No-Roller-Behind-Taktik weggegangen, Jokic sollte raushatchen und es ist nicht schlimm, wenn der Rollman hinter ihn kommt, dafür wird dann der Weakside-Lowman zuständig. Auch das funktioniert aber überhaupt nicht, einmal weil kein Team diese Taktik besser kennt als die Golden State Warriors und dieses Green, Thompson und Curry Trio, weil sie das seit fast 10 Jahren schon gegen sich sehen. Zum anderen darf man eben auch nicht nur Jokic kritisieren, denn der Rest der Nuggets Defense ist auch nicht sonderlich besser, individuell keine guten Verteidiger, dann stimmte die Abstimmung häufig nicht, das sah schon alles ziemlich übel aus. Die Sache ist aber die, der Grund für diese zum Scheitern verurteilte Taktik war, dass alle anderen nicht funktioniert haben und das hat primär etwas mit Jokic zu tun. Dass man hier jedes Mal eine 4 gegen 3 Situation erlaubt, liegt daran, dass die anderen Taktiken, bei denen man so etwas nicht erlauben würde, noch weniger funktionieren und das ist schon ziemlich verrückt. Die Nuggets versuchten dann etwas, Jokic auch mal zu verstecken, so wie hier mit Pre-Switching, heißt Barton statt Jokic so hochgehen und dieser Wechsel zu Thompson, aber auch das klappt nicht, weil Jokic nicht wirklich den Switch gegen einen Top 3 Shooter der NBA-Geschichte ausführt und diesen Platz gibt. Sicherlich kann man auch einiges darauf schieben, dass er offensiv so extrem große Lasten zu tragen hatte und sich das dann negativ auf seine defensive Energie ausgewirkt hat, aber diese Probleme lassen sich nicht durch mangelnden Einsatz erklären. Und darum ist Jokic auch in meinen Augen nicht der beste Center der NBA, da Defense auf keiner Position so wichtig ist wie auf seiner und es nicht möglich ist, eine gute Playoff-Defense mit so einer Schwachstelle auf der Center-Position zu haben. So brillant er auch offensiv ist, und das habe ich ja am ersten Teil des Videos auch gezeigt, seine Defense ist seit Jahren ein enormes Problem und das soll nicht böse gemeint sein. Also, check wie gesagt gerne NordVPN aus, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.